Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. Heute mal wieder ein Video aus meinem Shack, aus meiner Funkbude. Nach den Videos vom letzten Mal zum Thema Endstufen möchte ich mit euch heute einmal über das Thema Sendeleistung bzw. Legal Limit sprechen. An der Stelle möchte ich gerne mal einen Funkfreund von mir zitieren. Michael, Delta Golf 4, Delta Whisky sagt, 100 Watt sind mindestens 900 Watt zu wenig, also mindestens 1 kW, ohne den braucht man gar nicht aufs Band gehen, zumindest auf die Kurzwelle. Und Michael, ich hoffe, du bist mir an der Stelle nicht böse. Ich grüße dich verschärft, wenn du das Video sehen solltest. Und Grüße gehen raus, wie gesagt, zu dir nach Au-pair-Decke. Ja, Thema Sendeleistung. Wir haben ja jetzt die Diskussion in letzter Zeit mit der Novellierung der Amateurfunkverordnung im Hinblick auf die Einführung der N-Klasse oder Klasse N. Und da ist es jetzt so, dass mit 10 Watt EIRP gearbeitet werden darf, auf 2 Meter, 70 cm und 10 Meter, was ja im Verhältnis zu 100 Watt, wie letzten Endes ja auch die Funkamateure der Lizenzklasse E in Delta Lima ja auch nutzen dürfen, beziehungsweise die A-Klasse Amateure in Delta Lima mit 750 Watt natürlich verhältnismäßig sehr, sehr wenig ist. Und wenn man das dann nochmal in einem etwas größeren Blickwinkel betrachtet und ein bisschen globaler die ganze Sache sieht und man dann zum Beispiel feststellt, dass in Victor Echo in Kanada 2,25 Kilowatt, also 2250 Watt, ist das Legal Limit für die ja, deutschen A-Klasse-Amateure bzw. Funkamateure, die die höchste Klasse in Kanada haben. Und ähnlich sieht das natürlich auch aus in den USA. Da ist das Legal Limit, glaube ich, bei 1 oder 1,5 Kilowatt. Und natürlich gibt es auch genauso gut Gegenbeispiele, wie zum Beispiel in Russland. Da soll das Legal Limit bei 400 Watt liegen. Ja, wer es glaubt. Naja, aber wie auch immer, ne? So sieht es da aus und ja, es ist im Endeffekt wie bei vielen leider so, dass vieles unterschiedlich, nicht nur unterschiedlich gehandhabt, sondern unterschiedlich auch geregelt ist, von Land zu Land unterschiedlich und ja, die Unterschiede sind einfach immens groß. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass ein Funkamateur mit der deutschen Klasse E als CEPT No Rise License Inhaber in Lima Alpha in Norwegen ja, 1 Kilowatt Sendeleistung machen darf und in seinem Heimat- oder Herkunftsland in Delta Lima in Deutschland darf er 100 Watt machen, also nur ein Zehntel davon, dann ja, sind das schon immense Unterschiede. Und ja, Hintergrund dieses Videos ist, dass ich vielleicht euch einfach mal oder generell alle mal so ein bisschen zum Nachdenken anregen will zu dem Thema. Ihr könnt mir da gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht mit Legal Limit und mit der Sendeleistung, die ja bei uns hier in Deutschland erlaubt ist. Oder ich weiß ja, es gibt ja sicherlich auch Zuschauer aus Oscar Echo oder aus Hotel Bravo, die zuschauen. Bei euch ist das ja, glaube ich, zumindest ja, in Oscar Echo weiß ich, sehr ähnlich geregelt. In Hotel Bravo, ich meine, ihr habt da auch nochmal eine andere Lizenzklasse, ihr habt auch schon jetzt 3 Lizenzklassen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die deutschen E-Klasse-Amateure in Oscar Echo in Österreich auch 100 Watt Sendeleistung machen dürfen, auch auf den gleichen Bändern wie in Deutschland. Ja, also das nochmal so zu dem Thema für euch oder für uns alle mal so ein bisschen als Denkanstoß, ob das alles so seine Richtigkeit hat, ob das so sein kann und ob das nicht vielleicht alles auch ein bisschen zu klein gegriffen und zu klein gedacht ist. Vor allen Dingen, wenn man sich dann überlegt, im CB-Funk, beim Jedermann-Funk auf dem 11-Meter-Band sind 4 Watt FM und 12 Watt SSB erlaubt. So, das bezieht sich aber nicht auf die, das bezieht sich auf die tatsächliche Sendeleistung und nicht auf die abgestrahlte Leistung. In dem Sinne machen Leute auf dem 11-Meter-Band mit dem CB-Funkgerät mehr als 10 Watt EIRP. Also von daher ist diese Regelung bei der N-Klasse oder bei der neu eingeführten N-Klasse total widersinnig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und da müsste man auf jeden Fall nachsteuern. Denn Fakt ist jedenfalls, und die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht, ihr habt ja das ein oder andere Video auch schon bei mir auf dem Kanal gesehen, was im Ausland entstanden ist. Und ja, von daher hat man sich da in anderen gesetzlichen Rahmenbedingungen bewegt.
Und da hat man dann auch, oder habe ich dann auch mal ein bisschen mehr Sendeleistung machen dürfen. Und man sieht dann schon eben halt, wenn man da in einem Pile-Up ist, dass man mit 600 oder 750 Watt schneller zum Zuge kommt als wie mit 100 Watt. Und alle die OMs, die in Delta Lima ansässig sind und die deutsche E-Klasse gemacht haben und haben ihr Delta-Oscar-Rufzeichen, die wissen das auch, wenn sie auf 80 Meter sind mit 100 Watt, da sind sie nicht unbedingt die lauteste Station, sagen wir mal so. Und häufig werden sie auch überhört. Und es gibt natürlich auch manche OMs, die solche Stationen natürlich dann auch gerne überhören. Und mit 100 Watt, ich will nicht sagen, mit 100 Watt ist man eine QRP-Station. QRP-Stationen sind ja eigentlich definiert maximal Stationen bis 25 Watt Sendeleistung. Es mag auch sicherlich Leute geben, die da Spaß dran haben. Es hat auch alles so seine Daseinsberechtigung. Aber ich finde, wenn man das so ins Verhältnis setzt, dann ist eben halt, sind eben halt die Abstände bzw. die Unterschiede einfach zu gering. Und wenn man dann wieder in andere Länder schaut, dann sind die Unterschiede einfach zu groß. Ne? Wie gesagt, also in Norwegen, Lima Alpha, deutscher E-Klasse Amateur, darf da 1 Kilowatt Sendeleistung fahren und darf obendrein sogar noch sämtliche Kurzwellenbänder nutzen, inklusive dem 60 Meter Band und der WRC-Bänder und allen anderen Schikanen. Also der kann da tun und lassen, was er will. Und wir hier in Deutschland, wir sind da so ein bisschen abgehängt, auch so ein bisschen bei dem Thema, finde ich. Aber wie gesagt, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich will das mal hier bei mir auf dem Kanal so als wie das Video hier als Denkanstoß mal machen und bin mal gespannt auf euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.